Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es das heiß ersehnte zweite Video. So sieht Jonix 4G LTE Außenkamera mit Solarpanel. Und heute werden wir mal die Kamera ganz genau einrichten. Wir werden sie montieren und dann zum Schluss auch einmal testen und uns mal hier die Bilder und die Videos bei Tag und auch bei Nacht uns hier in der App uns anschauen. Also es bleibt wirklich sehr spannend, bleibt daher bis zum Schluss dran. Und da würde ich sagen, gehen wir gleich mal in die Nahaufnahme nach dem Intro und werden uns die Kamera hier mal im Detail uns anschauen. Willkommen zurück, liebe Technikfreunde. Noch eine Info vorab, bevor es jetzt hier gleich zur Einrichtung übergeht. Ich habe euch die Kamera selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Also schaut dort mal rein, klickt dort mal auf den Link drauf. Und da könnt ihr mal hier selbst ein separates Bild von der Kamera machen nach dem Video und euch hier mal die technischen Daten dazu anschauen und euch eventuell auch hier die Kamera direkt danach kaufen, falls ihr ebenfalls daran Interesse gefunden habt. Die Kamera, die kostet roundabout 200 Euro, das variiert mal von Tag zu Tag, also schaut öfters mal rein und dann könnt ihr vielleicht hier wirklich ein sehr gutes Schnäppchen machen, falls ihr hier eine sehr gute Kamera für eure Grundstücksüberwachung sucht. Das ist ja wirklich hier komplett egal, wo ihr die verwendet. Ihr könnt hier komplett autark ohne irgendwie einen Stromanschluss die Kamera betreiben und das Ganze auch ohne WLAN, sprich über Solar und hier über das LTE-Handynetz ist hier wirklich damit auch alles möglich. Ja, auch hier ist mit dem Lieferumfang eine SIM-Karte also schon mit dabei. Also auch hier müsst ihr nichts nochmal separat kaufen. Ihr könnt sofort loslegen. Das ganze Komplette kommt also so daher, dass ihr sofort hier bitte rein könnt. Aber das werden wir uns leider mal direkt anschauen. Und jetzt würde ich sagen, wechseln wir direkt in die Nahaufnahme. Jetzt würde ich sagen, gehen wir kurz auf den Lieferumfang ein. Da könnt ihr also schon sehen, wir haben also hier zum einen mal ein schönes Solarpanel. Das ist hier mit dabei. Das wird praktisch hier mit der Kamera verbunden. Könnt ihr zum einen mal hier oben an die Kamera draufschrauben. Da könnt ihr das Ganze praktisch hier so bedienen bzw. so verwenden oder ihr könnt das Solarpanel auch hier komplett weiters entfernt betreiben und dazu gibt es hier praktisch so ein schönes Kabel und mit dem Kabel, das ist ein Verlängerungskabel, da habt ihr die Möglichkeit, das Solarpanel auch gut und gerne mal ein paar Meter weiter zu entfernen und es hier sonst wo zu montieren. Also hier sehr praktisch, sehr geschickt. Was haben wir dann sonst noch mit dem Lieferumfang dabei? Wir haben natürlich hier ausreichend Montagematerial dabei, also zwei Sets mit Dübel und Schrauben, damit könnt ihr die Kamera bedenkenlos überall dann montieren und auch sonst ist hier wirklich alles drin, was ihr dann dazu benötigt. Gehen wir kurz weiter. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das Solarpanel dann hier mit damit zu verbinden bzw. hier zu montieren. Also es wird praktisch hier unten dran gemacht und dann habt ihr hier die Möglichkeit, hier mit diesem normalen Gewinde das hier an der Kameraoberseite dann hier zu fixieren. Dann haben wir nochmal ein normales USB-Kabel. Auch hier könnt ihr praktisch damit nochmal die Kamera separat aufladen, falls ihr die hier zum ersten Mal in Betrieb nehmen wollt. Dann gehen wir mal kurz weiter und ihr könnt schon sehen, hier in diesem Set von dieser Kamera ist selbstverständlich auch schon eine SIM-Karte enthalten mit einem Datenvolumen von ca. 100 MB und es ist komplett hier umsonst. Also hier könnt ihr die Kamera mit dem Datenvolumen von 100 MB schon mal zum ersten Mal hier in Betrieb nehmen und damit dann auch durchtesten. Wir werden natürlich auch selbstverständlich diese SIM-Karte nachher gleich mal hier rausmachen und dann auch hier direkt mal in die Kamera dann einstecken und die Kamera dann somit mal in Betrieb nehmen. Ja, dann ist hier noch eine Anleitung mit dabei. Auch hier wird mal alles genau beschrieben. Hier gibt es auch verschiedene Sprachen. Wir haben also hier zum einen mal Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und auch Spanisch. Und da würde ich sagen, gehen wir kurz hier auf die Seite 12. Und in dieser deutschen Anleitung wird mal selbstverständlich genau erklärt, wie ihr die Kamera einrichten könnt, wie ihr zum Beispiel hier die App herunterladet und auch hier die Kamera dann in Betrieb nehmen könnt. Auch das werden wir uns nachher nochmal ganz genau im Detail uns anschauen, bevor es dann hier zum eigentlichen Testen von der Kamera übergeht. Ja. Soweit also dazu, sieht soweit sehr gut aus. Wir haben im Übrigen noch hier eine Full HD Kamera Auflösung, also auch hier ist die Auflösung sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal kurz hier an sich auf die eigentliche Kamera ein, denn die wollen wir uns jetzt hier nochmal ganz genau betrachten. Also die Kamera sieht so aus, wir haben hier vorne so einen Bewegungsmelder dran, wir haben hier nochmal so einen Radarsensor, wir haben hier mehrere LEDs, also so LED-Scheinwerfer, einmal Infrarot-LEDs für die normale Schwarz-Weiß-Nachtsichtaufnahme und auch hier solche Farb-LEDs, also die werden hier praktisch in so einem Weiß bzw. warmweiß leuchten und hier nochmal für die Farbe Nachtsicht dann hier für ausreichend Helligkeit sorgen. Da haben wir dann ein Mikrofon verbaut, hier haben wir nochmal einen Sensor verbaut für die automatische Umschaltung zwischen Tag und Nacht, damit die Kamera das auch hier ganz genau erkennt. Gehen wir kurz zur Unterseite. Hier haben wir die Möglichkeit, dann selbstverständlich die SIM-Karte bzw. die Speicherkarte, also die Micro-SD-Karte einzulegen, also hier eine normale SIM-Karte
und da nochmal eine Micro-SD-Karte. Da könnt ihr praktisch die Aufnahmen auf der Kamera direkt aufnehmen und die SIM-Karte dient natürlich hierzu, die Kamera in Betrieb zu nehmen. Hier nochmal ein Reset-Knopf, falls ihr die Kamera komplett zurücksetzen wollt. Gehen wir kurz auf die Rückseite und da haben wir hier einen kleinen Lautsprecher verbaut für die Zwei-Wege-Audio-Kommunikation. Auch das finde ich sehr gut, dass sowas hier mit dabei ist. Ja, der Kamerakopf, der ist natürlich komplett schwenkbar, könnt ihr ganz einfach nach rechts und nach links hoch und runter machen, passt soweit eigentlich auch alles. Wir haben hier sämtliche Zertifizierungen, die wir hier brauchen, zum Beispiel auch hier ein CE-Kennzeichen, was auch hier sehr wichtig ist. Wir haben hier die LTE-Antennen, also hier fürs Handynetz. Auch die könnt ihr praktisch hier ja komplett einstellen, wie ihr es haben wollt, je nachdem wie ihr die Kamera dann ausrichtet und wie der Empfang dann auch hier rüberkommt. Hier an der Rückseite, da ist ein Batteriepack mit dabei, sprich wenn es praktisch hier auch dunkel ist, könnt ihr hier auch die Kamera anhand von diesen Batterien dann in der Nacht betreiben und seid so nicht auf permanente Sonne angewiesen. Gehen wir kurz zur Unterseite, ihr steckt also hier das Solarpanel, was ihr hier praktisch habt, ganz einfach hier in diesen USB-Anschluss ein. Ich werde das gerade mal kurz hier für euch aufmachen. Wir haben also hier diese Ladebuchse, den USB-Anschluss und hier nochmal einen Hauptschalter an, aus. Und da könnt ihr praktisch die Kamera komplett hier an- und ausschalten. Gehen wir kurz zur Rückseite. Wir haben also hier die Montageplatte mit dabei. In dieser Montageplatte habt ihr die Möglichkeit, hier zum einen mal die Montageplatte draußen dran zu schrauben. Und wenn das soweit erledigt ist, macht ihr einfach die Kamera praktisch drauf und könnt die Kamera hier fixieren. Also die Montage, die ist ja auch wirklich sehr einfach und gelingt auch garantiert. Gehen wir kurz zur Oberseite drauf. Wir haben also hier dann dieses Gewinde bzw. hier diese Anschlussmöglichkeit. Da könnt ihr jetzt praktisch hier diesen Ständer, diese Montagehalterung für das Solarpanel dann draufschrauben, damit ihr praktisch hier die Kamera komplett so betreiben könnt. Soweit also jetzt hier mal zum Lieferumfang und falls ihr da nochmal etwas mehr wissen wollt, dann schaut euch unbedingt das erste Video dazu an, denn da habe ich euch die Kamera nochmal ganz genau vorgestellt. Jetzt würde ich natürlich sagen, starten wir hier mal direkt durch. Und zwar mit der ersten Einrichtung. Wir werden natürlich hier mal uns noch mal kurz die Einladung dazu zu Rate ziehen. Und da werden wir hier Stück für Stück die Kamera in Betrieb nehmen. So, schauen wir uns mal zuerst mal kurz hier die Anleitung an. Da könnt ihr schon sehen, wie man praktisch hier diese Kamera dann montiert. Ich würde sagen, wir werden sie gleich mal kurz so aufbauen, dass auch das Solarpanel dann hier oben gleich drauf kommt und ihr sie praktisch somit dann auch hier direkt betreiben könnt. Also wir haben praktisch die Halterung und da wird praktisch hier das Solarpanel ganz einfach hier oben drauf geschraubt und dann hier mit der Kamera verbunden. Und dann geht es auch hier gleich über, dass man hier die Kamera bzw. hier die SIM-Karte mit der Kamera dann verbindet. Gehen wir also kurz auf das Solarpanel drauf ein. Wir haben also hier diese Montagehalterung, das Verbindungsstück. Das könnt ihr praktisch hier ganz einfach draufschrauben. Aber ihr könnt natürlich auch hier das Solarpanel mit diesem Gewinde oben auch mit einer weiteren Halterung sonst wo überall montieren. Wir haben also das Zwischenstück und das könnt ihr praktisch hier so reinstecken. Ich mache das gerade mal so fest und dann habt ihr die Möglichkeit, die Kamera ganz einfach zu fixieren. Diese Halterung, also das Zwischenstück, das kommt natürlich jetzt hier direkt auf diesen Kamerakopf drauf. Da habt ihr das Gewinde und da würde ich sagen, schrauben wir es ganz einfach mal fest. Also ihr müsst das Ganze praktisch hier einfach nur draufschrauben. Und da könnt ihr das praktisch auch hier dann gleich damit fixieren. So, dann machen wir es mal fest, einfach dran drehen. Dann sieht das Ganze hier so aus. Und jetzt würde ich sagen, können wir gleich mal kurz das Solarpanel da drauf machen. Das Ganze wird praktisch hier einfach so draufgelegt und festgeschraubt. Und dann habt ihr hier praktisch das Solarpanel. Das sieht so aus, das könnt ihr auch hier komplett ausrichten, wie es euch passt. Also auch hier seid ihr wirklich sehr gut aufgestellt. Ihr könnt auch hier die Antennen so nach vorne knicken, wenn ihr praktisch hier wollt, dass das Solarpanel zum Beispiel nach hinten gerichtet wird. Also auch hier sind wirklich sehr viele Möglichkeiten gegeben. Soweit dazu. Jetzt müssen wir natürlich hier dieses Kabel unten einstecken. Das stecken wir ganz einfach hier rein. Dazu könnt ihr jetzt praktisch hier dieses kleine Löchlein bzw. diese kleine Halterung hier aufmachen. Und da können wir jetzt das Kabel ganz einfach dann reinstecken. So, ich zeige euch das nochmal kurz. Da könnt ihr das einfach reinmachen und dann ist das Ganze auch hier wasserdicht. Da ist so ein Gummi dran und es wird hier wirklich sehr gut auch hier komplett verschlossen. So, das sieht jetzt so aus. Das müsst ihr natürlich so ein bisschen noch ein bisschen schöner herrichten. Aber so ist im Grunde der Grundaufbau von der Kamera, damit es hier alles sauber miteinander verbunden ist. Im nächsten Schritt kommt natürlich jetzt gleich mal die SIM-Karte zum Einsatz. Die werden wir jetzt kurz rausstechen und mit dieser SIM-Karte werden wir natürlich auch hier selbstverständlich mal die Kamera in Betrieb nehmen. So, ich habe jetzt die SIM-Karte rausgenommen. So sieht das Ganze aus. Und wir haben natürlich jetzt auch hier im Lieferumfang mit dabei eine Pinzette. Und mit dieser Pinzette könnt ihr praktisch hier diese SIM-Karte auch ganz einfach einfügen. Also, die Pinzette ist wirklich sehr geschickt. Und jetzt würde ich sagen, wir haben die SIM-Karte direkt mal hier in die Kamera integrieren. Jetzt könnt ihr sehen, die SIM-Karte wird so eingelegt, dass hier praktisch diese Ecke oben an der rechten Seite ist.
Und jetzt würde ich sagen, stecken wir es einfach mal rein und gucken uns das mal ganz genau hier an. Also ich habe jetzt hier die SIM-Karte. Ich würde sagen, wir legen sie jetzt einfach mal kurz hier so rein. Also die SIM-Karte wäre jetzt praktisch drin. Jetzt könnte ich nochmal eine Speicherkarte einlegen, müsst ihr jetzt aber nicht machen. Aber wenn ihr eine da habt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, da eine Speicherkarte einzulegen. Die Kamera, die unterstützt hier Speicherkarten bis zu einer Kapazität von 128 GB. So, der nächste Schritt wäre natürlich jetzt, dass wir jetzt hier die App mal herunterladen und auch einrichten und dann gleich im Anschluss die Kamera zur App hinzufügen. Das wäre jetzt praktisch hier die Zjonix App. Ich habe ja schon mal eine weitere Kamera hier damit getestet und auch eingerichtet. Und mit dieser App werden wir auch hier nochmal eine weitere Kamera, also hier praktisch diese Kamera hinzufügen. Jetzt würde ich sagen, werden wir mal kurz die Kamera auch hier ebenfalls in die App integrieren und das anhand von dieser Anleitung. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen eine Kamera hinzufügen und da können wir jetzt praktisch hier, wenn wir das gemacht haben, dann gleich einen QR-Code abscannen, der praktisch hier dann auch in dem Handy angezeigt wird. Und diesen QR-Code, den müssen wir selbstverständlich dann hier direkt mit der Kamera abscannen und das damit dann auch hier zu verbinden. Natürlich müssen wir jetzt auch hier direkt diese Kamera anschalten. Die Kamera wird ganz einfach angemacht, indem wir praktisch hier unten jetzt diesen Power-Taster dann mal auf On machen. Ihr könnt schon sehen, hier leuchtet eine LED rot auf, sprich, wenn ihr hier so reinguckt, könnt ihr sehen, dass praktisch auch hier schon mal die Kamera aufgeladen wird mit dem Solarpanel. Und jetzt würde ich sagen, machen wir es einfach mal kurz an. So, also die Kamera blinkt jetzt noch rot. Ich würde sagen, es wird also höchste Zeit, dass wir jetzt hier mal uns den QR-Code anschauen und uns hier den generieren lassen, damit wir den hier abscannen können. Wir gehen jetzt also hier innerhalb der App auf Kamera hinzufügen und da können wir jetzt praktisch hier den QR-Code uns erhalten beziehungsweise hier dann hinzufügen. Da klicken wir jetzt mal kurz drauf. Und jetzt wird praktisch hier der QR-Code-Generator dann gestartet. Und mit diesem können wir jetzt praktisch den QR-Code oben an der Kamera dann einlesen. So, jetzt habt ihr hier oben einen QR-Code drauf und den müsst ihr natürlich hier abscannen. Das machen wir jetzt auch gleich. Und dazu wird mal die Kamera mal so hinheben. So, wir haben jetzt hier den QR-Code abgesendet. Passt soweit eigentlich alles. Und jetzt können wir hier weitergehen und da oben mal draufklicken. So, die Kamera wird jetzt praktisch auch hier schon bei uns angezeigt. Wir haben also hier 4G, sprich wir haben eine 4G-Kamera. Die Kamera ist also hier mit dieser App verbunden. Und jetzt können wir ganz einfach mal draufgehen und dann mal gucken, was passiert. Ändern Sie aus Datenschutzgründen das Passwort. Das wird mal hier empfohlen. Da machen wir jetzt hier mal auf Bestätigen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal drauf. So, jetzt verbinden wir es mal mit der Kamera. Und ihr könnt jetzt praktisch hier schon mich sehen. Also ihr habt jetzt hier schon mal das Bild von der Nahaufnahme. Die Kamera funktioniert also schon mal sehr gut und es ist auch hier mit der Handy-App problemlos verbunden. Jetzt würde ich sagen, steuern wir mal kurz die Kamera, damit ihr mal sehen könnt, wie das hier funktioniert. Ich habe also hier praktisch mein Handy. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten, die Kamera zu steuern. Also können wir praktisch hier zum Beispiel mal die Kamera hier hinfahren. Wir haben dann die Möglichkeit, die Kamera auch hierhin zu fahren oder wir können auch die Kamera, wenn ihr praktisch hier unten drauf klickt, könnt ihr ganz einfach mal hoch machen, beziehungsweise könnt ihr runter machen und auch könnt ihr auch hier komplett wieder hochfahren. Auch das ist hier wirklich ganz einfach möglich und auch hier sieht es wirklich schon mal sehr gut aus. Also, jetzt würde ich sagen, werden wir mal mit der Kamera hier rausgehen. Ich werde die Kamera draußen montieren und da werden wir uns hier auch die Aufnahmen hier direkt mal draußen anschauen und uns hier mal einen genauen Überblick von der Kamera machen, wie das Ganze hier auch draußen bei Tag und auch bei Nacht aussieht. So, dann jetzt würde ich sagen, werden wir gleich mal in die Montage übergehen. Wir können schon sehen, ich werde die Kamera jetzt hier oben mal provisorisch dran montiere, damit wir die Kamera mal draußen haben und damit wir uns mal das anschauen können, wie das genau funktioniert. Ich habe jetzt die Kamera außen montiert, könnt ihr schon da oben sehen, dort ist die Kamera praktisch hier an dieser Wand, an diesem Gestell dran gemacht. Ich habe die jetzt mal mit Kabelbinder provisorisch fixiert und jetzt würde ich die euch nochmal kurz im Detail zeigen und da werden wir gleich mal uns die App anschauen und die Kamera dann mal bedienen und uns mal das Kamerabild uns dann im Anschluss dann betrachten. Also so sieht das Ganze praktisch jetzt hier aus. So, gehen wir das mal kurz durch. Ihr könnt gerade schon sehen, ich habe jetzt hier schon ein paar Bewegungsalarme reinbekommen, nachdem ich die Kamera installiert habe. Und jetzt wollen wir hier mal uns mal das Ergebnis uns ganz genau nochmal anschauen. So, jetzt bin ich hier in der Zjonix App drin. Ihr könnt schon sehen, die Kamera, die untere, die ist jetzt praktisch auch hier im Betrieb. Die ist online drauf. Und damit können wir jetzt praktisch direkt losstarten. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir noch kurz ein paar Einstellungen durch. Wir gehen gerade mal kurz hier drauf, damit ihr mal sehen könnt, was es da hier für Möglichkeiten gibt. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, bis es auch ganz geladen ist. Ja, dann können wir zuallererst mal kurz das Passwort hier bearbeiten. Das solltet ihr auf jeden Fall tun, wenn ihr die Kamera praktisch einrichtet, damit dieses Standardpasswort nicht mehr drin ist. Wir haben hier eine Low-Power-Einstellung und eine Aufnahmefunktion. Also da können wir zum Beispiel hier einstellen,
wie die Kamera arbeiten soll. Da haben wir zum Beispiel hier, dass es nur beim geringen Stromverbrauch so ist. Also hier wird wirklich relativ wenig Strom verbraucht. Und da kann man auch einstellen, wo die Kamera verwendet wird. Und dies ist hier praktisch im Freien. Gehen wir mal kurz weiter. Wir haben hier einen Vorgang bei Alarm. Da wird mal hier angezeigt, was bei einem Alarm dann geschehen soll. Wir haben also hier eine Alarmbenachrichtigung, die ist aktiv. Könnt ihr schon sehen, wenn da jemand vorbeiläuft, dann poppt hier so eine Push-Benachrichtigung hoch, was auch sehr gut ist. Wir haben hier einen PR-Alarm. Da wird praktisch hier ein Objekt automatisch erkannt, wenn es praktisch hier durch die Linse läuft. Und da ist die Empfindlichkeit zum Beispiel hier auch ganz niedrig gestellt. Dann gibt es nochmal einen intelligenten Alarm, so einen humanoiden Alarm. Der erkennt praktisch hier Personen und wir können hier nochmal automatisch dann hier die Alarme auf die SD-Karte aufnehmen. So, gehen wir kurz weiter. Videoeinstellungen haben hier die Möglichkeit nochmal die ganzen Videoeinstellungen vorzunehmen, wie zum Beispiel hier die Bitrate. Könnt ihr ganz einfach hier alles anpassen, so wie es euch dann auch recht ist. Ich lasse es jetzt mal so. Wir haben eine SD-Karteneinstellung. Ich habe jetzt keine SD-Karte drin, aber falls ihr eine drin haben solltet, könnt ihr die hier formatieren, könnt hier den gesamten Speicherplatz anzeigen und auch den freien Speicherplatz anzeigen. Dann haben wir eine Zeiteinstellung. Da können wir zum Beispiel hier die Zeit von der Kamera mit dem vom Telefon auch synchronisieren, damit immer die gleiche Zeit vorhanden ist. Wir haben eine FTP-Einstellung, da kann man zum Beispiel eine Serveradresse hinterlegen, wo praktisch die Bilder zum Beispiel auch automatisch auf dem FTP-Server dann gespeichert werden, was auch hier wirklich teilweise sehr geschickt ist, wenn ihr nicht gerade die Cloud dann verwenden wollt. Systemeinstellungen gibt es noch, da kann man die Kamera zum Beispiel neu starten oder zurücksetzen, was auch sehr gut ist. Und es gibt noch die Gerätedaten, da werde ich jetzt hier nicht näher drauf eingehen, weil da auch die Seriennummern alles von meiner Kamera drinstehen. Ja, soweit so gut. Jetzt würde ich sagen, verbinden wir uns mal direkt auf die Kamera. Ich klicke jetzt hier mal drauf und dann haben wir jetzt auch schon unser Kamerabild. Also so sieht das Kamerabild jetzt aus und die Auflösung, die ist schon mal sehr gut. Wir werden jetzt mal kurz hier oben ein paar Punkte durchgehen, damit wir hier die Menüs dann uns mal anschauen können. Also gehen wir gerade mal kurz hier drauf. Da kann man zum Beispiel hier das Kamerabild spiegeln. Mag ich jetzt gerade mal kurz. Also hier ist die gespiegelte Variante. Aber es gibt auch hier die Variante, das Bild komplett umzudrehen und dann sieht es praktisch hier so aus. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Wenn die Kamera falsch montiert, dann ist es vielleicht geschickt. Wir gehen gerade mal kurz weiter. Wir haben hier die Möglichkeit, einfach ein Licht einzuschalten, Infrarotlicht oder Weißlicht. Da kann man auch hier die unterschiedlichen Systeme einstellen. Also hier zum Beispiel automatisch öffnen oder herunterfahren. Also hier gibt es auch mehrere Möglichkeiten zum Einstellen von diesem Licht. Wir haben hier die Möglichkeit, die Kamera komplett an- und auszuschalten. Da klicke ich jetzt nicht drauf. Hier gibt es dann die zwei Wege Audiokommunikation. Da könnt ihr praktisch drauf sprechen. Da habt ihr dann die Möglichkeit, ein Bild aufzunehmen. Kommt dann hier gespeichert dran. Hier habt ihr die Möglichkeit, auch mal ein separates Video aufzunehmen. Auch dann leuchtet praktisch die Kamera hier unten rot. Ja, soweit dazu. Wir können die Kamera auch ganz einfach hier bewegen. Dazu gibt es hier praktisch diesen Regler dran. Wenn ihr also hier mal draufklickt, dann könnt ihr schon sehen, dass praktisch hier die Kamera so nach rechts und nach links fährt, je nachdem, wie ihr das praktisch hier einstellt. Wir können aber auch die Kamera selbstverständlich hoch und runter fahren. Auch das ist hier wirklich gar kein Problem. Und ihr könnt schon sehen, die Kamera reagiert auch hier wirklich sehr schnell und zuverlässig. Auch hier ist es wirklich sehr geschickt. Ja, soweit also dazu. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Die Aufnahmequalität, die kann sich auch hier wirklich sehen lassen. Auch bei Tag sieht es gut aus. Und hier oben nochmal zur Erinnerung ist ja auch das Akkuzeichen von dem integrierten Akku. Und die Kamera ist in unserem Fall ganz voll aufgeladen und kann auch dementsprechend hier wirklich sehr lange dann durchhalten. Gehen wir mal kurz hier unten auf die App. Da gibt es auch hier verschiedene Möglichkeiten. Zum einen die Kamera. Wir können auch hier die Bilder uns mal anzeigen lassen. Da sehen wir zum Beispiel jetzt die Kamera aufgelistet. Wir gehen gerade mal kurz drauf und haben jetzt praktisch hier die Aufnahmen, die wir praktisch vorher manuell dann aufgenommen haben. Gehen wir gerade mal kurz so auf eins drauf und da könnt ihr praktisch euch hier das Bild schon dazu anschauen. Ja, soweit also dazu. Wir gehen mal kurz zurück. Ja, wenn ihr jetzt hier drauf klickt, dann könnt ihr praktisch euch die Videos angucken. Wenn ihr hier drauf klickt, dann gibt es mal hier über uns. Da wird mal hier die App-Version erklärt und dann könnt ihr hier nochmal den Support kontaktieren. Also wenn ihr hier drauf klickt, dann werdet ihr automatisch hier auf die Seatronics App bzw. Webseite weitergeleitet. Könnt hier praktisch nochmal den Hersteller kontaktieren, falls es da Probleme gibt. Ja, liebe Freunde, jetzt würde ich einfach mal warten und dann schauen wir uns mal das Ergebnis in der Nachtaufnahme an. Sprich, wir müssen jetzt einfach mal kurz warten, bis es draußen dunkel wird. Und dann werden wir uns hier nochmal die Nachtaufnahmen bzw. die Kamera hier in der Nacht testen. Und ich zeige euch nochmal hier die Aufnahmequalität, wie das Ganze hier, wenn es ganz dunkel ist, draußen auch aussieht. So, dann, wie ihr jetzt sehen könnt, ist es draußen stockduster. Ihr könnt jetzt hier die Kamera ein bisschen erkennen. Da leuchten im Grunde praktisch hier diese LEDs, diese Infrarot-LEDs. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, werden wir die Kamera mal hier mit Hilfe der App bedienen und mal hier die verschiedenen Funktionen nochmal bei Nacht uns genau anschauen
und dann auch zum Schluss uns die Aufnahmequalität betrachten. Starten wir einfach mal kurz hier die Kamera. Ihr könnt schon sehen, die Kamera ist auch schon online. Ich gehe jetzt einfach mal drauf und dann verbinden wir uns. So, jetzt können wir schon die Nachtsichtaufnahme sehen mit den Infrarot-LEDs. So sieht es im Grunde aus, wenn es komplett draußen dunkel ist. Ich werde das mal ein bisschen bedienen hier, mal gucken, wie das praktisch hier so aussieht in der Nacht. Auch hier kann man wirklich alles sehr gut erkennen und hatte wirklich gar keine Probleme hier, irgendwas dann unscharf dann anzusehen. Ja, soweit so gut. Wir gehen mal kurz weiter rüber. Gucken uns mal an, wie das da draußen dann nochmal aussieht. Auch hier haben wir dann praktisch die Möglichkeit, dass wir hier nochmal schön rausgucken können. Auch hier haben wir dann ein sehr schönes, weites Sichtfeld. Ihr könnt noch die Büsche im Hintergrund sehen. Also auch das ist hier wirklich problemlos dann möglich mit dieser Infrarot-Nachtsichteinheit. So, wir gehen mal kurz zurück und dann würde ich mal sagen, gehen wir kurz hier nochmal weiter. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, schalten wir die Kamera mal um und werden hier mal die Farbnachtsicht aktivieren. Dazu geht ihr einfach hier drauf. Da habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, das Weißlicht zu aktivieren. Und jetzt ist im Grunde auch schon alles gleich hell. Gucken wir mal kurz, was jetzt passiert. Jetzt wurde das Weißlicht aktiviert und ihr könnt schon sehen, wir haben jetzt also hier Farbnachtsicht. Sprich, die LED-Scheinwerfer, die sind jetzt hier angegangen. Und da können wir jetzt auch hier, wie gesagt, dann uns das alles mal uns angucken. Wir gehen gerade nochmal kurz rüber und dann gehen wir nochmal hier kurz drauf auf das hier, auf die Büsche. Auch da haben wir jetzt ein sehr gutes Sichtfeld, wie ihr sehen könnt. Da kann man auch alles hier sehr gut erkennen und sich das dann nochmal anschauen. Ja, soweit also dazu. Auch das passte wirklich sehr gut. Wir gehen nochmal kurz weiter rüber hier und werden dann hier nochmal kurz uns das ein bisschen anschauen. Auch hier erkennt man alles sehr gut. Wir haben hier einen Holzunterstand. Da sind ein paar Sachen drin, wir haben hier nochmal den Garten und auch hier wird im Grunde dann alles nochmal schön sauber dann detektiert. Also jetzt stehe ich hier vorm Fenster, ihr könnt schon sehen, so hält sie das praktisch aus. Also die Kamera, die strahlt hier ganz ordentlich mit ihren LED-Scheinwerfern und sorgt hier wirklich dafür, dass man hier wirklich einiges erkennen kann. Ich gehe gerade mal kurz so runter mit der Kamera, könnt ihr schon sehen, da wird alles sehr gut beleuchtet. Und das Ganze ist auch hier wirklich ein sehr guter Einbrecherschutz, denn wenn jemand hier dran vorbeiläuft, dann geht es automatisch an, das Licht. Und es macht ja auch einiges hell, ist also auch hier wie ein LED-Scheinwerfer zu betrachten und sorgt dann dafür, dass man hier umso besser noch den Einbrecher auf dem Video erkennt. Würde ich sagen, schalten wir gerade mal nochmal kurz hier den Modus um. Ich werde mal kurz hier die Infrarotlichter nochmal anschalten. Und da könnt ihr schon sehen, das ist jetzt hier ausgegangen. Und jetzt leuchtet die praktisch hier so ein bisschen. Und man kann vielleicht hier schon im Hintergrund die Infrarot-LEDs erkennen, die dann hier praktisch dann auch nochmal alles ausleuchten. Somit ist die Kamera komplett unsichtbar und nicht für jeden ja direkt erkennbar. Und das ist natürlich auch hier wirklich sehr sinnvoll, wenn ihr praktisch hier nicht unbedingt jeden wissen wollt, dass hier eine Kamera dann vorhanden ist. Ja, soweit dazu. Das macht auch für mich einen sehr guten Eindruck und ich denke mal, damit kann man auf jeden Fall leben. So, jetzt habe ich die Kamera wieder drin und jetzt würde ich sagen, gehen wir noch kurz hier die Zwei-Wege-Audio-Einheit durch, denn die kam auch etwas zu kurz und ich möchte mal euch hier gleich eine kleine Hörprobe geben, wie sich das Ganze anhört. So, ich gehe jetzt gerade mal kurz hier auf die App drauf von dieser Kamera und dann werden wir uns das gleich nochmal hier im Detail uns anschauen. So, ich bin jetzt hier in der App drin und wenn ihr jetzt praktisch hier unten draufklickt, da könnt ihr jetzt praktisch auch direkt sprechen. Hört ihr das vielleicht? Jetzt kommt es praktisch hier zeitverzögert etwas am Handy an, sprich jetzt bekommen wir alles hier mit. So, wenn ihr jetzt natürlich sprechen wollt, dann müsst ihr einfach hier aufs Mikrofon draufklicken. Ich mach das mal kurz. Hallo, könnt ihr mich hören? Und dann kommt es praktisch auch hier hinten raus. Also auch das funktioniert hier wirklich sehr gut. Ja, liebe Handyfreunde, das ist jetzt hier das Ende vom Video. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal ein kleines Fazit zu dieser Sejonix 3G, 4G LTE Solar Außenkamera. Und zwar fällt das Fazit schon mal wirklich sehr positiv aus. Ihr konntet gerade schon sehen, die Kamera hatte wirklich eine sehr gute und einfache Bedienung. Wir haben sie wirklich sehr schnell einrichten können mit der Sejonix App. Wir haben hier eine sehr schöne Aufnahme bei Tag und auch bei Nacht. Und besonders in der Nacht kann die Kamera natürlich hier zum einen mit den Infrarot-LEDs punkten, aber auch mit den normalen LEDs, also diesen normalen Weißlicht-LEDs. Die machen wirklich auch alles taghell und sorgen auch dafür, dass ihr die Kamera hier ebenfalls als guten Außenscheinwerfer ebenfalls verwenden könnt. Ja, ansonsten habe ich euch alles gezeigt, auch die Zwei-Wege-Audio-Kommunikation, die lief wirklich soweit sehr gut.
war sehr einfach zu bedienen und war auch hier wirklich sehr laut. Der einzige Nachteil bzw. kleiner Kritikpunkt ist eben der, dass die Kamera hier über das normale Handynetz funktioniert, also hier über das LTE-Netz, hat natürlich den großen Nachteil, dass der Zeitversatz etwas höher ist. Also die Latenzzeit konnten wir schon sehen, die liegt bei ca. 1 bis 2 Sekunden, bis das Bild dann auch hier verzögert ankommt. Aber es ist nun mal so, da kann man jetzt auch nichts machen, da kann der Hersteller auch nichts dafür, das liegt einfach an dem Handynetz, dadurch, dass natürlich hier das Bild deutlich weiter übertragen werden muss. Ja, ansonsten kann ich hier keinen großen Kritikpunkt mehr feststellen. Für einen Preis von roundabout 200 Euro macht ihr hier auf jeden Fall nichts falsch. Ich bin sehr zufrieden damit und ich werde die Kamera euch selbstverständlich auch unten mal in der Videobeschreibung verlinken. Also falls ihr daran Interesse haben solltet und falls ihr auf der Suche nach so einer Außenkamera seid für euer Gartengrundstück oder sonst wo, wo es kein WLAN und auch keinen normalen Strom gibt, dann schaut euch die unbedingt auf jeden Fall mal an. So viel dazu. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare rein. Ansonsten würde ich sagen, macht mal hier einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.